Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von Ark Nomaden, die Siegreichen. Ja, die sind wieder da. Der Badu. Servus. Der Sanitöter. Hallo. Der Anubis. Moin moin. Der Xa. Hallo. Und der Phil. Juhu. Juhu. Wir waren erfolgreich, wir haben ganz gut geplündert. Allerdings, jetzt auch nicht alles genommen. Bisschen Eisen, bisschen Chitin. Was hast du noch mitgebracht, Anubis? Stahl, ein paar Oberteile, Chest Armor. Also hier. Okay, ne? War es doch böse. Ja, man sollte Anubis einfach nicht plündern schicken. Ich glaube ja, auch, dass ich jetzt machen soll. Sie haben uns vom letzten Mal die komplette Rüstung geklaut. Ja, sie haben uns, wir waren nackig. Ja, wir waren am Ende brutal nackig. Hatten das Eisen, was wir zum Aufbau der Rüstung gebraucht hätten, auch weggenommen gekriegt. Also es war schon ein harter Schlag, ich denke mal. Aber die hätten es ja billiger haben können. Dann hätten wir auch nicht so zugeschlagen. Aber die haben uns ja dann mehr oder weniger als erstes, also der erste Schuss, ne? Und daher? Der erste Schuss war von der Ballista. Ja. Wer steht jetzt hier gerade oben auf dem Dach mit seinem LP3? Auf welchem? Das bin ich. Ja, dann bitte gleich wieder runter, weil ich kann nicht mehr gucken. Hier ist noch einer. Ach, der 44. Sind alle Boote besetzt? Kannst du mal in das andere Boot gehen? Also ich bin auf dem Dino-Boot. Sani, dann geh doch mal, oder Sabist, irgendeiner, geh doch mal bitte ins andere Boot. Ich bin letztes Mal gefahren, ich will auch mal fliegen. Ja, das könnt ihr machen. Ich kann das nicht mehr sehen. Okay. So, wir wollen mal zur Vulkaninsel, also zur Bestieninsel. Hat's geklappt? Zwei von den fünf müssen bepflanzt sein. Wie viele Vögel sind denn hier, bitte? Sehr gut. Viele. Über dem Meer hier sind gerade gefühlt 20 Vögel. Oh! Vogelversammlung. Aber echt. Aber das sind aber wirklich viele. Ja. Achso. Halleluja. Und die Haie unten sitzen schon und denken, komm, lande. Also, sind aber leider keine Pelagornis. Ja, doch, sind auch ein paar dabei. Ich kenne das so von den Pelagornis, dass hier so viele sind, aber alle Pappvögel nicht. Leute, also gleich einen Spawnpunkt. Das ist aber ein schönes Eck hier einfach. Zur allgemeinen Info. Ja. Ich brauche dringend Metall. Ja, das ist genau das, was wir jetzt gerade holen wollen. Wir haben jetzt auch die Argentavis, das heißt also die... Der Bestienschlund sollte eigentlich sehr schnell fertig sein. Ich fliege einfach schon mal vor mit dem Agi. Weil ich kann inzwischen... Achso, halt. Die, ich habe noch 157 Metall drin. Das Gewehr kann ich bauen. Ach, und damit wir noch ein Logo haben, müssen wir jetzt aufs Gewehr wieder wechseln. Ich habe gelernt, die Kettenbowler. Also, falls sie mal angreifen sollten mit Quetzals oder Argentavisse, können wir sie auch damit runterholen. Nee, das ist eine gute Idee. Nicht. Dafür brauchst du den... Doch. Das Katapult kann musst du mit dem Katapult kannst du die. Nee, das ist ein Ballista-Schuss. Also ich weiß nicht, ob das Ballista war. Ja. Mit der Ballista wird die abgefeuert. Die Kettenbowler wird mit der Ballista abgefeuert. Damit könnten wir uns tatsächlich auch einen Quetzal runterholen, ja. Oder einen Rexenweilchen aufhalten. Oder das. Aber ich bin immer noch gespannt, was mit so einem Vieh passiert, wenn es über dem Meer ist und man eine Bowler an den Finger kriegt. Dann würde ich sagen, macht's blub blub blub. Das ist wohl wahr. Muss mich mal ganz kurz muten. Moment. Ja, wenn ich mich mute, heißt das nicht, dass ihr auch ruhig sein müsst, ne? Ja. Nee, ich hab nur mal einen Schluck getrunken. Kollektivität. Wir nutzen das gespannt. Dann alle aus, Koja, das weißt du doch. Einfach Solidarität, ja. Richtig. Genau. Es ist so toll. So. Dann, wo ist denn einer für alle und alle für einen. Unser Crafting-Boot, da hinten fährt's. Lande ich schon mal drauf. Ich das Crafting-Boot ist damit. Bitte nicht, ich sehe nämlich sonst nicht. Das Crafting-Boot ist... Das letzte. Stimmt, und da bin ich drauf. Nein, halt, bleib stehen, Hilfe! Ja, was? Bleib stehen! Wie war das nochmal mit Puff? Moment! Ich hab deinen Vogel. Ja, okay. Komisch, waren da nicht eben noch ganz viele Haie im Wasser? Ja, die haben jetzt Angst bekommen. Guten Tag. Hallo. Na, hast du ein Bad genommen? Ja, war schön. Hat Spaß war gemacht. War erfrischend. Kam frisch gewaschen wieder zurück. Fledermäuse? Ja, Flässermauses. Was macht mein Vogel? Hast du den noch sicher? Der steht Level 2. Was ist denn hier los? Hallo? Ich hänge hier irgendwie fest. Ich muss nicht mal die Tür auf, da kommt ein Vogel rein. Was ist hier los? Bist du das? Ja, das ist... Noch ein bisschen weiter, Anubis. Nicht alleine lassen. Oder, warte mal, geht hier auch? Moment. Ja, doch, hier ist gut. Ja, warte mal, zack. Der Vogel steht da hinten. Ich mach mal die andere Tür zu. Wo ist denn auf dem Felsen? Du rennst gerade drauf zu. Ja, mehr oder weniger. Ich hänge hier, weißt du, man hängt ja immer so in der Pampa drin hier.
So. Ah, wie genial. Dann nimm mal die Tür auf, bam. Erstmal so ein Vogel dagegen. Bin das alles sauber. Oh ja, du hattest doch noch Metall, ne? Wo ist denn das? Ja, das kommt gerade. Ich bin ja, das war ja im Vogel. Das war ja, deshalb wollte ich ja eigentlich landen und bin dann notgewassert. Gucken wir mal eine Obsidianhacke und krabbeln mal die Obsidian-Dinger ab. So. Obsidianhacke ist im, ne, Smithy drin. Weil ich denke mal, ein bisschen Carbon kann auch nicht schaden. Nee, und das Carbon ist ja zum Glück nicht verpackt. Aber ich habe gerade... Ja, schon aussehen müssen. Weißt du, wie als hätte das Boot so eine Mücke mitgenommen. Ich sag ja, hättest du von außen sehen müssen, das sah noch besser aus. Das ist gut. Das glaube ich nicht. Das war wirklich gut. Das war total geil. Ich wollte gerade landen, auf einmal werde ich zurückgesetzt und hänge in dem Türrahmen dran. Also Pteradons sind platzsparend, die kommen durch normale Türen. Na, der nicht. Der hing da. Der hing fest. Wie so ein Außensegel irgendwie so. Vielleicht bauen wir hier einfach mal. Wir bauen mal ein paar Pillar hoch und spannen mal die Pteranodons daran fest. Vielleicht sind wir dann schneller. Möglichkeit, ja. Wo du gerade Segel sagst. So, was möchtet ihr lieber haben? Noch eine weitere Ballista oder jetzt die. Ja, wir brauchen erstmal wieder Bowls, oder? Hast du die schon mal gebaut? Ja, wir brauchen Bowls erstmal, das ist das. Und wir brauchen noch ein paar Äxte. Was für Äxte? Wikinger-Äxte. Wikinger-Äxte. Wie viele brauchen wir? Also ich hab eine. Ich hab noch keine. Ich hab auch eine. Ich hab auch eine. Drei haben wir. Ja, ich hab auch eine. Hab auch eine. Nee, Moment, dann brauchen wir nur eine. Scheint's, oder? Wer hat keine? Dann frag mal lieber so. Der Sani hat keine. Gut, ja, dann ist eine. Ist gebaut im Grindstone. Alles klar, bediene ich mich. So, dann als nächstes Bolts. Bolts, damit wir wenigstens die eine Balliste erstmal befeuert haben. Legst du geradeaus durch? Die Frage ist, wollen wir auch irgendwie so ein bisschen auf Spikes gehen oder sagen wir... Pff, nee. Ich finde das eher nervig, muss ich sagen. Keinen Sinn drin. Ja. Oh, da kommt echt kein Carbon raus. Nimmt jemand die... Ja, ich sammle schon Carbon. Sammelst schon Carbon, sehr gut. Bin schon mit der ersten Ladung zurück unterwegs. Sehr schön. Hier ist eine Fledermaus. Verdammt. Glaub, die ist doch ruckzuck aus der Luft geholt. Ah, der Vogel ist nicht gerade der wendigste. Vor allem ist er beladen. Ist eine Bola dabei? Dann steig ab und hol sie runter. So. Ja, was bräuchte man dann? Also wenn die Bolts sind, dann wäre ich schon sehr für eine zweite Ballista. Obwohl wir die jetzt nicht sinnvoll eingesetzt haben. Das müssen wir noch ein bisschen... Wir hatten ja auch kaum Schuss. Also im Grunde genommen, wir brauchen erstmal massig Schuss für die eine. Würde ich sagen. Da geht jetzt erstmal die erste Fuhre Eisen rein, dass wir da richtig Schuss für haben. Weil dann kann man die nämlich auch aus der Entfernung schon mal ein bisschen unter Feuer nehmen und... Also 11 Ballista-Bolts habe ich. Ja, wobei es halt auch so ein klein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist, weil gerade jetzt bei denen, die haben, keine Ahnung, 10, 15 Pfeile in ihren eigenen Rex gestopft. Ja, deshalb sage ich ja aus der Entfernung. Dass man also da noch gar nicht mit den Rexen zu Gange ist, sondern die schon mal vorschwächt. Beispielsweise eine Ballista schon mal vom Boot runter sammelt und so. Achso, ja, das ginge natürlich. Nein, hätte ich gar nicht mitbringen brauchen, fällt mir gerade. Aber in der Tat, die haben sich selbst ganz gut geschädigt, ja. Keine Ahnung, bring einfach mit. Wo soll ich das Carbon hin tun, Anubis? Ins Geröll erstmal, Carbon, erstmal ins Geröll, wir brauchen es momentan nicht. Ich habe gerade 79 Stahl bei denen aus dem Boot geklaut. Erobert. Ja, genau. Errungen. Erkämpft. Wohl verdient. Erstreitet, wohl verdient, genau, aber doch nicht geklaut. Ich wollte gerade sagen, geklaut ist also, und das Boot offen gewesen wäre und wir einfach reingeflogen sind. Ich hätte es am liebsten ganz ehrlich, ich hätte es gerne gesprengt. Ja, ich hätte es auch ehrlich gesagt gerne gesprengt. Ich war ein wenig enttäuscht, als sie gesagt haben, okay, wir machen die Türen auf. Ja. Nachdem sie uns zuvor den Krieg erklärt haben quasi und sich nicht ergeben haben, habe ich gehofft, dass sie bis zuletzt kämpfen. Welches braucht Eisen? Ja. Aber... Darf ich die Tür ehrlich zugelassen? Sein? Den Plan, den du uns letztens vorgestellt hast, ne, mit dem Boot, das sie da jetzt haben, finde ich gar nicht so doof. Ja, aber das kann man nicht machen, wie gesagt. Also das ist unfair. Yep. Welche Forge braucht Eisen? Alle. Einfach reinschmeißen. Dann hier. So, jetzt habe ich 24 Ballista-Bolts.
Ja, das ist schon mal ein Anfang, aber noch nicht genug, meiner Meinung nach. Wer ist denn da? Was? Okay, also. Streiten Sie sich schon wieder am Eingang. Ist okay. Gut. Vielleicht sollten wir die ganzen Ceilings abreißen und überall Trapdoors einbauen. Nein. So, Ballista ist wieder bestimmt. Aber ein zweites Trapdoor wäre nicht verkehrt. Ballista ist auch repariert. Hast du mal geguckt, ob die Schaden gekriegt hat? Oh, woher? Die hat keinen Schaden gekriegt. Ja, woher auch. So, ich komme mit einer Runde Eisen. Wenn du gerade oben bist, könntest du mir ein bisschen was rausnehmen aus dem Vogel. Aber Anubis, schau mal, was hat mehr Leben? Die Beton-Ceiling oder die Ballista? Lass mich sagen, aber ich kann gerade gucken. Ich glaube, ja, die Ballista hat wenig. Ja, interessant zu wissen, ob wir eher versuchen, die Ceilings unter den Ballistas wegzureißen. Die hat 7000 Leben, die Ballista. Die ist relativ schnell weg im Vergleich zu 45.000 bei der Ceiling. Autsch. Also die Ceiling ist das härteste. Die Wände sind dann ja noch besser. Die haben ja nur 25.000. Nur. Ja, aber davon darfst du dann mindestens 2 Stück einreißen. Haben wir keine Lederproduktion? Wie Leder? Wofür brauchst du denn Leder? Achso, Leder. Nee, du bist ja nicht. Du meinst das Tanning-Rack? Guck im Blueprint-Schrank. Da ist das so haben wir, glaube ich, nicht gebaut, weil alle Sachen verpackt waren damals. Ich habe einen Tanning-Rack-Blueprint übrigens gefunden, also... Ja, machen wir wieder lernen. Und ich hol grad Kristall, daraus können wir dann Salz machen. Mhm. Ja. Weil wir das brauchen, um die Firearms herzustellen. Du, das Blueprint Tanning-Rack. Da ist das Tanning-Rack-Blueprint, das habe ich schon. So, das kann ich im Inventar mal 30 Wood. 10 Thatch. Das ist ja billig. Ja, das. Hau ab! Ja, ich gehe ja schon. Junge. Und diese brutalen Leute, die gleich eine Spitzhacke in der Hand neben einem stehen. Genau. Froh, dass sie nur in der Hand war, nicht in deinem Kopf. Vorsicht, ich habe glaube ich die Anhacke in der Hand gehabt. Die ist viel spitzer. Also, was pelztechnisch angeht, hat sich die Runde hier echt gelohnt. Wieso? Wir haben insgesamt, glaube ich, über 90 Pelz erbeutet. Hast du keine Ahnung woher? Achso, die hatten auch Wölfe, ne, oder? Eigentlich nur den Bär, aber ich denke, die haben da hinten ein bisschen aufgeräumt und daher kam vielleicht der Pelz. Achso, dass die, ja, dass die im Inventar hatten, im Bären. Dass er im Inventar vom Bären war oder vom Rex. Hm. Weil er hat. Weil Xa hat ja den Rex platt gemacht und dadurch gelootet. Jupp. Deswegen kann durchaus der Rex jetzt das alles gehabt so haben. Ja, möglich. Also wenn man da mit 2 Rex ankommt, wir hatten die Vögel, wir hatten ganz gut ausgestattete Boote offensichtlich, dass die dann gesagt haben, wir verteidigen mit unserem einen Rex einen Kanu und einen Bären. Oh. Ja, schon. Gut, so ein Bär ist ein Rex gesagt. Ein Bär ist schon nicht schlecht, das stimmt. Der macht Schaden. Ja, aber da hätten sie mit der Panke zu hauen müssen, aber die haben gebissen. Aber das Ding ist halt auch, ein Bär hat relativ wenig Leben. Ich bin so erstaunt, dass die einen gezähmt hat. Gelernt. Bitte? Ist ein Blueprint. Da. Gibt's ein Blueprint? Ich meine, ja. Kannst sagen, wir werden doch wohl ein Waterjar-Blueprint haben. Ich meine, ich hab's gelernt, ehrlich gesagt. Waterjar liegt drüben im. Ich hab die für alle. Im Kochboot. Im Kochboot? Ich guck mal. Ach, übrigens. Also, ja, nee, also wir könnten auch die Kantänen bauen. Die Char. Wir könnten auch Kantänen bauen, ja, aber ich hab. Waterjar habe ich gebaut für alle. Hast du deine verloren? Einmal wurde ich gekillt, ja. Ach, was? Die haben wir alle verloren, oder? Weil ich habe auch keine mehr. Was? Ich hab meine noch. Die habe ich doch nach dem Killen gebaut, oder nicht? Aber weißt du was? Ich habe eh genug Engram Points. Ja, du verlernst es, aber ich habe es auf jeden Fall gelernt. Ich hatte die gebaut, aber dann baust du sie halt selbst. Nee, sag mal, Leder muss man nicht selber lernen, ne? Das braucht man nur Salz rein und gut ist, oder? Ja. Salz und Heid rein und dann ist gut. So, kein Metall mehr da auf dem Berg, wir müssen weiter. Ist schon leer. Also, ich habe jetzt eben auch noch die ganzen Rexe und so entleert. Okay. Wanderheuschrecken haben zugeschlagen. Kam noch was? Kam noch was bei den Rexen, was nennenswertes, oder? Ja, also ich habe den Rexsattel, 2 Pappvögelsattel, nochmal 2. Den Bärensattel. Cool. Und noch jede Menge Heid und anderes Gedöns. Ich habe auch noch einen Peteranodon-Sattel gehabt. Also dann haben wir 3 insgesamt jetzt. Krass. So. Oben ist noch ein bisschen Metall in meinem Vogel. Wo haben wir den Crafting Table? Hier ist er.
Wer packt denn hier so unmöglich? Haben wir noch Bucket of Clay? Ja, ja. Ja, stimmt irgendwo. Ach nee, nee, ich glaube, die sind alle durchgebraten. Müsstest du nochmal kurz bauen. Soll ja aber mehr so noch genug liegen. Hm. So, wo ist jetzt der nächste bessere Metallspot? Wir könnten dahin zurückfahren, wo wir ja letztes Mal waren, hinten in der Bucht. Also von hier aus hinter uns, also von hier aus gesehen zum Eisgebiet hinten. Also ich habe aber schon ganz gut Metall hier drin. Ja, ja, wenn man jetzt im Grunde genommen zum Festland fährt. Da oben der Berg, wo die Bäume oben drauf stehen, ganz oben. Weißt du, links vom Pinökel aus? Oder wie? Nee, jetzt auch zum Festland gucken. Also weg, genau weg vom Redwood-Biom zum Festland, zur Mittelinsel. Zu der kleinen Ruine. Da sind doch diese zwei Zinnen. Genau, da sind diese zwei Zinnen und dahinter ist so ein hoher Berg, da auf dem Plateau sind. Ja, Metall. Dann lass uns da mal rüberfahren. Ja. Können wir machen. Ich nehme mal wieder den Kojan. Wenn jemand das Crafting-Boot steuern, dann kann ich hier weiter ein bisschen rumbasteln und bauen. Oh, muss ich wieder, darf ich wieder nicht fliegen? Na gut. Oh. Oder will jemand anderes? Komm, es will doch bestimmt jemand anderes. Ich bin auf dem Rückweg und kann nicht fahren. Juhu. Dann parken wir direkt vor der Ruine, oder? Ja, könnte man machen. Ich gehe nochmal fliegen, ob ich ob ich wirklich richtig liege damit, dass da oben Metall ist, aber... Das siehst eigentlich... du, wenn das Licht angeht. Ach so. 1, 2 oder 3. Oha. Was? Habe ich das nicht schon mal gesagt? Ich bin kein Star, holt mich trotzdem hier raus. Xar, sieht das nur so aus oder hängt der Rex halb im Wasser? Nö, die stehen bei mir fest auf dem Floß. Scheint also ein Fehlerchen auch von dir zu sein. Na ja, gut, diese Klippe da oben, die ist ganz gut weit weg, aber das sollte man hinkriegen. Oh, denke auch. Oh oh, ich glaube, ich habe schon wieder eine Fledermaus. Oh oh, dann machst du doch tot. Ich steuere gerade ein Boot. Oh oh. Ah, ich sehe die Fledermaus. Nee, du scheinst sie verloren zu haben. Oder da ist noch eine, da ist noch eine. Brauchen wir noch, Zementpaste? Ja, ein Schaden. Man kann nie genug davon haben. Na gut, hier sind aber 35 Biber dabei, das ist so eher das Problem. Aber wir können uns einen Biber zähmen. Ja, da war ich auch schon. So, nochmal 6 Ballista-Bolts. Habt ihr keine Lust mehr, da einen Biber zu zähmen? So schöne Tiere, ich weiß gar nicht, was los ist. Lass uns mal ganz kurz überlegen. Nein! Achso, hier, was wir aber ernsthaft farmen müssten. Vielleicht kann einer einen Trike nehmen, wenn wir da am Land sind und mal Narco-Berries und Narcotics und so. Ja. Mhm. Und vielleicht kriegen wir hier, das ist auch eine ganz gute Gegend dafür, in Argentavis noch. Halte ich mal auch schon da, auf einem. Da vorne, also wenn man Richtung Landesinnere guckt, rechts weg, flog vorher glaube ich einer rum. Bin schon mal oben. Echt? Und hol Eisen. Ja, hier sind ganz viele oben. Also die Gegend hier ist Argentavis Spawn. Und also damit ihr Bescheid wisst, sobald das erste Leder fertig ist, kann ich Canteens bauen. Ja, Bugs ist ja mehr als genug da, denke ich mal. Naja, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das umgesetzte Leder. Wovon ich auch was brauche, aber das dauert eine Weile, bis das fertig ist, ne? Kann Katzen das sein? Braucht man keine, oder? Halbe Stunde ja, oder sowas. Sollen wir ein paar mehr davon bauen? Halbe Stunde für ein einziges? Nee, für 15, glaube. Was, so lang braucht Leder? Wow. Weiß nicht, 20 oder 15, 20 oder 30 Minuten für 15 Stück, das ist schon recht. Durchaus beeindruckend. Ja, dann bauen wir halt, zwei Racks, ja. Kann ja alles sie alle oben auf dem Dach stellen schon. Die sind ruckzuck kaputt. Nein, haben wir nicht. Egal, brauchen sie nur, bis wir eine gewisse Menge haben. Eben. So, also rechts rum ist schon mal nichts Gefährliches am Strand. Ich glaube, wo sind wir hier? Oh, ein Rex! Oh, ja, ja, das Spawngebiet da oben ist super, ne? Also da oben auf der Klippe, da hast du so ziemlich alles. Kanos, Rexe, Argentavis, Katzen. Alos nicht. Alo habe ich bisher noch nicht gesehen, da war ich aber auch nicht mehr seitdem. Die Alos laufen gibt eher dann an der Küste. Rum. Also wenn ich Alos gesehen habe, waren die meistens auch eher unten, ja. Mhm. Na gut. Ein paar todsichere Alos spawnen, aber die sind mitten im Wald immer.
Ja, los, kriegen wir noch früh genug, ganz ehrlich. Wir laufen hier genug rum. Erstens das und zweitens... Ich weiß gar nicht mal, ob die für PvP wirklich so toll sind. Also die haben recht wenig Leben. Die machen einen guten Schaden, aber sie haben wirklich wenig Leben. Naja, und wenn man sie einfach nur auf Leben skillt und dann eben den Rudelbonus ausnutzt? Ja, sowieso. Also die musst du einfach nur auf Leben skillen. Anders geht's gar nicht, weil sonst sind die vom Rex nach ein paar Bissen weg. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, was wir noch so haben. Warum das Gefühl, dass die einfach nur übelst viel Schaden einstecken? Also ich habe ein Level 16er mit 4 Schuss aus einer, 4 oder 5 Schuss müssten es gewesen sein, aus einer stinknormalen Rifle weggeballert. Ui. Das ging also schnell. Also die sehen wirklich sehr empfindlich. Da bist du, Sunny. Ja, ja, ich habe einmal nach rechts, einmal nach links geflogen, um zu gucken, ob hier nicht irgendwo, nicht, dass hier ein Alu-Rudel unterwegs ist, wenn gleich jemand mit dem Trike rausgeht. Ja, also mit dem Trike bin ich schon unterwegs. Deswegen, nicht, dass die dich anfallen. Ja, ich hätte mich gewundert, wenn ich ob Terranodon da wegfliegt vor mir. Knockback auf Abstand halten? Mhm. Oder sind die so schnell, dass sie das sofort wieder drin haben? Die sind so schnell. Die hauen ja trotzdem Bluten rein und wenn du blutest, kannst du dich eh nicht mehr bewegen. Ah ja, stimmt, die machen ja Bluten. Da hatte ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Ups. Aber mit 3 kommst du erst recht nicht weg. Ja, das ist klar. Die sind einfach so übel. Brauchen wir eigentlich noch Samen oder kann ich die raushauen? Irgendwann brauchen wir auf jeden Fall mal Samen. Ja. Ja, nö, dann hebe ich die auf. Stopf's in unseren kleinen Weltherrscher und Ach, haben wir wieder ein Dodo? Ja, ja, ich habe neben dem Biber noch ein Dodo hingelegt. Was? Ein Weltherrscher? Der ist noch schlimmer als ich. Der sagt ja nichts dazu. So, komm. Ein Kühloi. Ich wollte dich nicht anhauen, ich wollte wirklich nur die Fliegen machen, aber interessiert dich ja nicht. Irgendwo noch netter Aventaris. Na, ich guck auch schon, ich hätte auch schon die Augen offen. Da ist Nada irgendwie im Moment. Okay. Geh ich mal zu dem todsicheren Aventaris-Spot, wo ich immer einen finde. Hoffnung, dass da nicht wieder 12 Alus rumlatschen. Okay. Viel Spaß. Ja, hier oben ist auch relativ wenig los. Also ich hatte jetzt 2 Katzen, ein Kylo. Was habe ich jetzt noch gehabt? Ein paar Insekten. Normal ist hier oben. Wenig los, als ob hier gerade irgendwas durchgemäht ist. Ja, ist eigenartig. Normal ist hier oben auch mal ein Rex anzutreffen. Da mäht doch was durch. Was haben wir denn da Schönes? Ein Level 13 Rex. Der Claystone, der in der Handmill drin ist, hat er da eine Bewandtnis? Brauchen wir den für irgendwas hier drin? Der Claystone ist drin für Bucket of Clay. Aber du kannst ihn auch rausnehmen. Erstmal, ne? Ja. Ja, wie falls gesagt, ich habe jetzt genug Clay erstmal hergestellt für 6. Na, da geht noch ein bisschen was. Sag schon. Na, ein Speer. Okay. Kannst du noch ein paar Terminals bauen, Anubis? Warte mal eben. Ich muss erstmal den Kram hier fertig kriegen, damit wir was Vernünftiges zum Ballern haben. Ich bin gerade am überlegen, wie wir eventuell unser Dino-Boot so ein bisschen sicherer machen können, aber es ist schwierig, ne? Ja, das einzige wäre einmal mit dem Dino-Gate, aber das ist auch so. Das ja, dann siehst du überhaupt nichts mehr. Ja, eben. Na gut, man könnte es seitlich stellen, aber... Also hier oben ist Metall in den Massen, ne, wenn noch jemand mitmacht. Hier oben ist wo? Ganz oben, wie ich es gesagt habe. Also du fliegst, wenn da an unserer Anlegestelle sind noch so 2 große Felszinnen, richtig hohe Dinger. Ja, ja. Zwischen beiden in der Mitte durch. Einfach zu der nächsten riesigen großen Wand, die höchste Stelle, die du dann siehst, da oben drauf. Da sind so viel Metall und ach alles. Ah, da haben wir doch die Aventaris. Ach hier, ja, kenne ich. 33. Kenne ich die Ecke. Hm. Balu und ich siedeln da in der Nähe. Ja, siehste. Da können wir zu Fuß rüberlaufen, das ist auch immer schön. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Farmgegend. Da hast du ja alles, ne? Stein, Holz, Metall, Kristall. Macht Laune. Okay, die Aventaris sind Hoppala. Schrott, die hier rumfliegen. Ah, da hab ich mir doch glatt gegen das Mikro gehauen. Gar nicht gehört. Nee, nee? Nicht richtig. Also ich glaub, es war so ein leichtes, kurzes, ja, aber... Das ist ja gut.
Wasser! Regnet doch. Ja, bin ich auch froh drüber. War dein Waterchar genutzt? Den nutze ich die ganze Zeit. Was? Mhm. Räufst denn du so viel? Bin durstig. Bin trinkfest. Das ist doch nur Wasser. Und? Hätte man schon Bier gebraut, hätte ich gesagt, ja, aber ich verstehe es, dass es dir reinpfeifst nach dem Ein. Dann würde ich auch so Langeweile immer hier stehen. Ich sehe nichts hier in der Hütte. Dann mach deine Fackel an. Ich hab keine. Dann bau dir eine. Das ist, wie oft sind wir jetzt auf diesem Thema schon? Oh Mann, ja. Ich glaube, im falschen Boot. Die Pfeile hattet ihr nochmal alle ausprobiert, die funktionieren immer noch nicht. Nein, ich habe sie vorhin einmal ausprobiert, die funktionieren. Das ist ja kein Wunder, dass ich nehme das Boot, wo die Forges brennen, das ist gut. Ein bisschen hell. Hier sehe ich was. Ne? Guten Tag. So, dann möchte ich demnächst mal, wenn ich reinkomme, so ein Spalier mit Fackelträgern. Finde ich gut. Ich gehe jetzt aber. Was? Ich gehe jetzt aber. Ja, ich auch. Rückwärts und bergab. So. Na dann, würde ich aber sagen, wir werden noch ein bisschen farmen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann suchen wir uns die nächsten Opfer aus. Stimmt, ne? Früher oder später bestimmt, ja. Da war doch noch so ein Treik mit so zwei Spinos. Oh. Ja, genau, der Tribe mit den zwei Spinos, wer war denn das? Da muss ich mal eine Folge nochmal nachgucken, welche das war. War das nicht Heldentod? Nee, Heldentod war es nicht, das waren die, die anderen. Wanderfalken? Nee, Dauerlösung? Dauerlösung, ja. Meinte ich, ja, oder? Ich meine, das war keine Dauerlösung. Es kann durchaus sein, dass es das war. Ich guck nochmal nach, welche das war. Das war dann in der nächsten Folge. Mal gucken. Ja, und ich hoffe, die sind schlauer und ergeben sich gleich. Aber dann ist langweilig. Ist es das? Ach, ich weiß es nicht. Doch, ist es. Ach ja. Der Blutrausch ist jetzt erstmal ein bisschen gesättigt. Wir können sie noch in... Ja, der Blutrausch ist gesättigt, das stimmt. Insofern können wir auch ein bisschen abwarten. Muss ja ausgehen. Was doof ist, wenn man den Sound aus hat im Hintergrund, während der Endscreen läuft, geht man nicht mit, wenn man Kampfmusik hat. Ist ja, gut, ne? Ja. Und 35 Ameisen an der Backe. Ist die ja. Na gut, also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und mal schauen, was wir dann alles anstellen. Bis dahin, macht's gut, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ja.